Und so verging die Zeit. Oh, ich werde jetzt nicht mehr viel sagen, das schwöre ich euch. Denn jetzt, das ist jetzt das Lied von der guten Frau Garnet. Ich mache mir extra laut dafür. Das hier ist also Alexandria. Na gut, ich werde später nicht mehr so viel sagen. Jetzt ist es nur instrumental. Hey, was stehst du hier im Weg rum? Oh, du bist ja Thorsten. Thorsten? Hör auf, diesen Namen so abfällig zu benutzen. Was redest du da bloß? Ich bin's, Puck. Hast du mich etwa vergessen? Puck? Der Puck? Der Prinz von Bometia. Sag mal, willst du mich veräpfeln? Wenn du nicht Thorsten bist, wer dann? Und ich bin... der Sohn von Thorsten. Ich liebe diesen Anblick. Tja, der Thorsten hat anscheinend auch keine Hobbys. Würde er jetzt so sagen. Jeden Tag erzählte ich ihnen von Sidan. Wie wichtig er und seine Freundschaft für uns alle war. Und dass er uns lehrte, das Leben zu schätzen, zu leben. Es wird langsam Zeit, Jacqueline. Ja, ich freue mich schon darauf, alle zu treffen. Noch eine kleine Verschnaufpause vor der Reise. Es wird dauern, bis hier wieder Leben einkehrt. Ja, aber ich bin bei dir. Auch in 1000 Jahren. Ich habe keine Ahnung, wer was sagt. Von daher... Ich auch, Jacqueline. Ja, es hat der andere gesagt. Es hat der Fredler gesagt. Bradley, ich bin so glücklich, dich wieder zu haben. Hat er sich wieder... Was ich nicht weiß, ob er sich wieder erinnert hat oder ob die wie bei so solchen Filmen den dann wieder neu erobert haben. Und das letzte gerade habe ich jetzt nicht vorgelesen. Zu leben, das heißt nicht für immer zu leben oder unsterblich zu sein. Nein. Das ist es doch, was du uns gelehrt hast, oder? Sich gegenseitig zu helfen und beizustehen, das ist der wahre Sinn des Lebens. Auch vor diesem Raum muss ich Abschied nehmen. Wie von meiner Erinnerung und der Infantinwache. Meine Aufgabe ist erfüllt. Lebe wohl, Alexandria. Doch ein Abschied ist nicht unbedingt ein Grund zur Trauer, nicht wahr? Die Erinnerung und die Freundschaft währt ewig. Das ist es, was ich von dir gelernt habe. Ihr alle berichten halt jetzt, was sie von sie dann gelernt haben. Und ja. Ja, Margon, der hat echt was von sie dann gelernt. Hüpp. Hallo. Sag mal, was willst du eigentlich in Alexandria? Lani. Kommst du etwa nicht mit? Hey, wer redet denn sowas? Warte! Wofür wurde ich eigentlich geboren? Und was wollte ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Danke, dass du mich dazu gebracht hast, darüber nachzudenken. Leckere Zutaten alleine sind es nicht, Mampf.
Die Zubereitung macht den Schmauschmampf. Und für Freunde kocht man mit Mehrhartschmampf. Ach, Greener. Nur zu tun, was man tun möchte. Seinem eigenen Weg zu folgen. Das ist in Wirklichkeit gar nicht so einfach. Aber alle haben meiner Meinung nach wahre Größe bewiesen, Mampf. Schnell, mach doch schneller, sonst geht das Theaterstück ohne uns los. Wir kommen schon noch rechtzeitig. Das Theaterschiff holen wir auch bei Gegenwind ein, mit meiner gerade veränderten, was auch immer. So ein Quatsch! Das Theaterschiff ist doch auch neu, Onkel. Huscht. Vater. Emily, wie hast du mich gerade genannt? Sie sieht uns also endlich, Eltern oder sowas auch immer. Vater, Mutter, beeilt euch schnell! Sag das bitte nochmal. Sag das bitte nochmal. Oh. Das Einzige, was du mich nicht gelehrt hast, ist, was ich tun soll, wenn ich die Schwere der Einsamkeit spüre. Aber vielleicht muss ich die Antwort auf diese Frage ganz für mich alleine herausfinden. Womöglich. Na, na, na. Warte, Beatrix. Wohin willst du? Bitte stell mir keine Fragen. Das hatte ich auch nicht vor. Aber es ist nur, dass ich dich kein zweites Mal verlieren will. Steiner! Lass uns Seite an Seite der Königin dienen, Beatrix. Ich schätze mich glücklich, solche Freunde gehabt zu haben. Ich wünschte, unser Abenteuer würde weitergehen. Das wünschte ich auch. Aber die Zeit des Abschieds, sie kommt immer irgendwann einmal. Meistens zu früh. Bark. Die restlichen. Nur noch wenige Minuten bis zur Landung. Déjà-vu wird's voll. Alexandria, verdammt lang her. Verdammt lang her? Ach, egal. Auf dass es eine feine Vorstellung wird. Ob die Vorstellung. Oh Gott. Ort Vorstellung, Zefix. Ja, den lese ich viel lieber. Ich danke euch. Euch allen. Lebt wohl. Meine Erinnerungen werden am Firmament weiter. Das hoffe ich doch mal. Oh Gott, wie sieht denn der ihr Gesicht auf dem Emulator aus? Na, so hässlich ist es auf der Xbox, auf der PlayStation nicht. Das muss ich mal anmerken. Das Theaterschiff ist endlich eingetroffen. Jetzt hat sie auch wieder längere Haare. Ich freue mich so sehr. Endlich wieder alle sehen zu können. Ich mache hier mal noch einen Safe State, bevor sie wieder abkackt. Aber die Zeit kann man nicht zurückdrehen. Die Tage von damals kommen nicht mehr wieder. Es hat keinen Sinn, noch mehr Tränen zu vergießen. Ich muss die Tränen in Lachen umwandeln. Da applaudieren sie dir schon.
damit ich das nochmal gesagt habe. Hochgeschätztes, versammeltes Publikum. Die Geschichte, die wir heute Abend erzählen, entführt uns in bereits längst vergangene Tage, als Prinzessin Cornelia die Liebe zu ihrem Liebsten Markus verwehrt wird. Beschließt sie, das Schloss zu verlassen, doch ihr Vater König Lear bringt, und so schmieden Markus und Cornelia den Plan, aus dem Königreich zu fliehen. Doch bevor wir beginnen, erlaube ich mir noch wie immer einen Hinweis an, unser Stück wird sie berühren, bitte halten Sie also alle Ihre Taschentücher bereit. Oh, nein. Markus. Auf der Bühne ist sie wenigstens dialektfrei. Ich habe dich so vermisst. Ohne dich ist mein Leben sinnlos. Prinzessin, aber ich bin nur ein einfacher... Was? Bitte nenne mich von nun an nie wieder Prinzessin. Oh, Markus, kannst du denn jemanden wie mich, eine Prinzessin, wirklich lieben? Bitte sag, dass du es kannst, Markus. Ist übrigens jetzt Bittersweet Romance, die Musik. Es ist die Prinzessin, die du wirklich... Aber lacht eine Puppe und weint eine Puppe? Ich habe gelacht, ich habe auch geweint. Doch mehr verlange ich in meinem Leben nicht. Ich möchte keine Fassade von hierher ertragen. Ich möchte keine Puppe sein und das geht viel zu schnell weg für mich. Endlich habe ich Gewissheit über deine Gefühle, deine Wünsche. Bist du denn bereit, die Robe deines blauen Blutes abzulegen und dich einen Umhang der Liebe zu... Was auch immer... Lass mich die Taube sein, die in deinem Käfig der Ruhe... Ja, deine Taube möchte ich sein, ne? Lass uns gleich das erste Schiff morgen früh nehmen. Ja, wo es auch immer hinfahren mag. Hauptsache bei dir oder so. Ja, ob Regen oder Sturm. Und Safe State gemacht, bevor es wieder abkackt. Warum darf auf dieser Welt eine Liebe wie die unsere nicht sein oder so? Warum soll es ein vermehrt sein... Lebensunglück führen. Da ist jetzt Bittersweet Romance auch vorbei. Wenn es wirklich so kommt, dann bedeutet das, tut mir leid, mein Turteltäubchen, aber ich kann... What the fuck? Tag auch, bist du Cornelia? Ja, die bin ich. Kennst du einen Kerl namens Markus? Was mit Markus? Ach, eigentlich nichts. Bams. Uah. Ich erinnere mich jetzt von Double Dragon, das hier. Gut. Wo ist sie? Wo ist meine Tochter Cornelia? Lank, weißt du, wo Cornelia ist? Kein Grund zur Sorge, Majestät. Ich sorge dafür, dass Cornelia und Prinz Schneider getraut werden. Aber Cornelia ist vielleicht schon über alle Berge. Hast du ihr etwa zur Flucht verholfen, Lank? Was, wenn dann hätte ich euch, und du hast ihn hintergangen und das erwartest du... Oh Gott, wartet aber, ich, Bams. Nur so gehandelt, um zwischen zwei Ländern den Frieden zu wahren. Der Verräter ist tot. Der Strafe geschieht ihm gerecht. Ihr beiden findet mir sofort heraus, wo Cornelia ist. Wir kümmern uns darum. Schon erledigt. Cornelia, wie kannst du das deinem Vater nur antun? Scheiße, Alter. Da muss ich jetzt was trinken. Meine Stimme kackt mir sonst noch ab. Die vereinbarte Stunde ist schon längst vorüber. Selbst damit sie abkackt. Aber von Cornelia fehlt jede Spur, damit ich wieder neu laden kann, wenn es abstürzt. Ah ja. Gar hat übrigens zwei Monde, wie ihr da oben seht. Was willst du tun? Wirst du tun, Markus? Sie sagt, ihr Leben hätte ohne mich keinen Sinn. Die Sonne ist aufgegangen, aber auf uns hat sie ihre Strahlen nicht abgesenkt. Ist es denn verwehrt, wie Tauben die Flügel auszubreiten? Ich kann wirklich nicht länger warten. Hiss die Segel. Aber der hat seinen Hammer noch. Ich hab doch seinen Hammer. Wurde ich hintergangen? Nein, Cornelia würde niemals. Ich vertraue dir. Denn unsere Liebe währt für immer. Und habe nicht den Segen der Sonne und zwei Monde oder sowas auch immer. Monde, vernehmt und verhöret mein Flehen. Lasst mich bei ihr sein.
Jetzt kommt's. Bei meiner geliebten Lilly. What the fuck? Tja, was für ein Happy End.